Du bist gut in Langbogen ausgebildet. Triffst doch auf eins. Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Nein. Wo so leichtfüßig und so? Such mal nach Fallen, bitte. Also hier ist nur irgendwie sowas, es sieht so aus, als habe hier ein heftiger Kampf stattgefunden. Jemand wurde getötet. Seine Leiche aus der Hütte gezerrt. Im Blut kann man Spuren erkennen. Es scheint sich um die Fährte eines Hundes oder Wolfs zu handeln. Ist klar. Hier oben ist noch was. 20 Säurepfeile. So, wir suchen hier erstmal alles schön ab. 20 Blitzbolzen oder so. Oder Gewitterbolzen. Oder Funkenbolzen. Oder keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ein hübsches Mirellas Tagebuch. Ja, da können wir dann gleich erstmal noch drin lesen. So. Was ist das hier? Scheint so. Dann ist hier nur noch dieser lustige Brief auf dem Boden. Brief von Mercy Fenton. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben ja einmal Mirellas Tagebuch. Ihr überspringt viele der Einträge, die sich auf Orte und Zeiten beziehen, die nichts mit eurem aktuellen Problem zu tun haben. Siebte Flammleiter. Katier hat mich erneut besucht. Ein süßes Mädchen, das ganz begierig darauf ist, von mir zu lernen, warum ich mit den wilden Kreaturen so gut umgehen kann. Zwölfte Flammleiter. Dunkle Kreaturen treiben sich im Wald herum. Etliche Dorfbewohner wurden von einigen unbekannten Raubtieren getötet. Jeder scheint eine andere Ansicht zu vertreten, wer oder was die Morde verursacht. Besonders seltsam an der Sache ist, dass die Körper im Morgengrauen verschwinden. Das ist für mich ein besonders großes Rätsel, da alle Indizien auf einen Wolfsrudel hinweisen, das schon lange in der Gegend heimisch ist. Wölfe stehlen keine Körper. Du bist an, gut. 13. Flammleiter. Vielleicht sollte ich besser wolfsartige Kreaturen sagen. In der Nacht konnte ich während meiner Patrouille oft schattenhafte Umrisse dieser Wölfe sehen, die einige Zeit an meiner Seite liefen. Ich habe versucht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, aber sie ignorierten mich. Das ist äußerst befremdlich, fast so, als ob das Rudel von jemandem kontrolliert wird. Vor Jahren habe ich mit dem Anführer des Rudels gesprochen. Damals waren sie höflich. Jetzt fliehen sie entweder vor mir oder ich wage es kaum auszusprechen, verfolgen mich gar. 21. Flammleiter. Das heißt, ja doch, Flammleiter ist schon richtig. Es ist nahezu Mittag, aber dennoch scheint der Wald außerhalb meiner Hütte voller Schatten zu sein. Ich muss mich anstrengen, um hier und da den Gesang eines Vogels zu hören. Und die meisten großen Tiere sind schon längst geflohen. Diesen Nachmittag will ich versuchen, das Lager des Wolfsrudels zu finden. Ich habe eine Karte von dem Weg, der dorthin führt, gezeichnet. Alle Hinweise deuten darauf hin, dass sie die Schuldigen sind. Aber welche Art von Wölfen legt ein derartiges Verhalten an den Tag? Es sind Wölfe mit der Verschlagenheit von denkenden Wesen. Und da gibt es noch etwas. Es ist ein Flüstern in meinen Gedanken. Jetzt am Tage ist es nur schwach, doch wenn ich schlafe, träume ich nur von dieser Stimme und dem Gesicht dahinter. Ob all das etwas mit der Stimme zu tun hat, weiß ich nicht. Ich nehme an, dass ich heute, wenn die Sonne untergeht, meine Antworten bekomme. Ja, und hier haben wir Mercys Brief. Valak, wir brechen heute auf, um das Wolfslager zu finden. Meine eigenen Erkundungen haben Mirellas Verdacht bestätigt. Es gibt tatsächlich ein großes Wolfsrudel in der Gegend. Auf der beigefügten Karte habe ich jeden Punkt markiert, an dem ich die Wolfshöhlen vermute. Folgt uns, wenn es euch möglich ist, aber seid bitte vorsichtig. Wir können uns es nicht leisten, dass noch jemand unter mysteriösen Umständen verschwindet. Bis dann, Mercy. Auf dem gleichen Stück Pergament ist eine primitive, aber gut lesbare Karte gezeichnet, die den Weg zu einem waldigen Gebiet etlichen Stunden nördlich von Immenstal weist. Immenstals. Ja. Dies haben wir hier schon. Das Gebiet ist, wo ist denn die Karte?
Ja, wie oft kann man daneben klicken? Treufurt gehen wir gleich noch erst. Das hier wäre dieses Tempelruinengebiet, wo wir hin sollen. Und hier, wo ist denn eigentlich jetzt Handelstreff? Das muss hier doch irgendwo sein. Damit wir Messi. Ah ja, da ist Handelstreff. Damit wir Messi abholen können, noch nachher. So. Du nimmst auf. Ja, so schön. Was ist das denn? Yoshimo kann lähmendes Gift. Ist ja interessant. Und der kann, Set Alchemical Trap und Falle stellen. Ich hoffe, das bringt was. Ah ja. Gut. So, auf geht's. In. Ich kümmere mich Ja, drum. eigentlich müssten wir dem Bürgermeister erst noch was berichten. Wir können aber erst noch mal hier oben hin zu dem. Wir werden angegriffen? Nein, werden wir nicht. So, wir gehen jetzt erst noch mal zu den Ogern und sagen den Ogern, dass die vielleicht einen Deal haben. Und dann noch reden wir mit dem Bürgermeister über die Briefe und Tagebücher. Und anschließend gehen wir dann mal nach Trollfurt oder wie das da hieß. Ich habe schon wieder den Namen vergessen, obwohl ich es eben gesehen habe. So, hier waren die Ogre und ja, ihr sollt da bitte hin. Ihr da, ihr Maldorf. Ist gut, euch zu sehen noch einmal, Mensch. Ihr bringt Worte zum Menschendorf, ja? Noch nicht, ich überlege es mir. Nein, ich werde es nicht tun. Ja, Ministerleut ist noch nicht. Ja, ist Ministerleut noch nicht angekommen? Ich habe mich dazu entschlossen, eurem armseligen Dasein zu. Ist Ministerleut noch nicht angekommen? Hä? Ein menschlicher Fürst kommt? Nein, bisher nicht gekommen. Aber Malduf erfreut, dass ihr gemacht habt, was ihr sagt. Malduf dankt euch. Ja. Wo ist denn hier dann Mac irgendwas? Der Mac, ja, der hier hin sollte. Soweit ist es jetzt auch nicht. Wir sind ein. Was ist das denn hier? Dale der Hirte. Atta. Magie. Ja, dann können wir gleich mit denen auch nochmal reden, wenn wir hier dem unserem Angebot unterbreitet haben, was er nicht ablehnen kann. Stimmt, hat die Frau ihren eigenen Ehemann umgebracht, damit er nicht mit den Dingern in Kontakt tritt. Sie ist ein Doppelgänger. Ich bin bereit. Ja, was bist du? Ihr seht aus, als wärt ihr ganz in Ordnung. Behelft Was habt ihr euch dabei gedacht, unseren Sohn Waschbin etwas zu kaufen? Nun ist er durchgedreht, rennt herum, benimmt sich wie ein Narr und wird sich vielleicht selbst umbringen. Schande über euch! Ja, aber wir wollten wissen, wo dein Mann ist. Dann halt nicht. Was soll ich tun? Dummes Weibstück. Was hast du jetzt davon? Wir ignorieren dich jetzt einfach für immer. Zumindest so lange es geht. Also hier an der Ecke standen ein paar Leutchen. Und hier steht, Katscher. Wer ist Ihr denn seid Katscher? Ein Fremder. Hallo, werter Herr. Wer bist du denn? Weißt du etwas über die Ermordung im Dorf? Auf Wiedersehen, wer bist du denn? Ich heiße Katja. Ich bin mit meiner Mama und meinem Papa hergekommen. Wir sind vor den bösen Leuten geflohen, die immer alle umbringen. Aber wenn ich groß bin, werde ich ein mächtiger Krieger und werde für immer von hier weggehen. Weißt du was über diese bösen Leute? Mama und Papa meinen, dass ich rumspinne, aber das stimmt gar nicht. Das ist wahr und ich habe das echt gesehen. Vor ein paar Wochen habe ich die Kühe nach Hause getrieben, aber ich habe sie durch den Hof im Wald getrieben. Weil das ist schneller, auch wenn Mama das nicht mag, wenn ich da lang gehe. Und dann bin ich bei den Hütten der Waldläuferin vorbei. Mirella ist echt nett zu mir. Die gibt mir Bonbons, die macht die selber aus Baumsaft. Und sie hat mich auch schon mal zum Angeln mitgenommen. Aber als ich da vorbeigehen wollte, habe ich so einen großen schwarzen Schatten aus ihrer Hütte kommen sehen. Und er zog so eine lange Spur mit so rotem Zeug hinter sich her. Das sah aus wie Blut. Das war so groß und eklig. Sah aus wie ein Wolfsmonster. Ich hatte ganz große Angst. Angst wegen Mirella und hab das dann Mama und Papa erzählt. Aber sie haben mir das nicht geglaubt. Und haben gesagt, ich soll nicht immer so einen Blödsinn erzählen. Aber es stimmt wirklich, werter Herr. Ehrlich,
wenn ihr zu der Hütte gehen würdet, würdet ihr bestimmt was finden. Im Westen des Dorfes, im Tal, da will jetzt keiner mehr hingehen, weil alle Angst haben. Aber ich weiß, dass da was war. Wer daher? Okay. Und wenn bist du? Stimmst du doch eben noch gar nicht. Jeb. Dann sehen wir jetzt nochmal Jeb. Hallo. Tolle Sache. Wenn wir alle von unseren Bauernhöfen ins Dorf fliehen. Als ob das etwas bringen würde.